meiste Gereiste reisen selten bis Elba. Na, machtet euch halt selber. Hallo, mein Name. Ja, heute hat mich ein Video erreicht übers Schultief mit meiner Markierung. Also mein Hashtag wurde verwendet. Und zwar von RC Kall. Ich switch jetzt gleich mal rüber. Hier ist das Video und ich denke mal, dass wie beim Segelhorn Bob, er hat auch gesagt, dass er sich auch gewundert hat, was ich da am Anfang so getrieben habe und so etc. Und ich vermute mal, dasselbe Problem ist beim RC Kall hier auch. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich hatte einen Kommentar geschrieben, der ist leider weg. Heute, wo ich geguckt hatte, Vormittag oder so, stand noch da ein Kommentar, aber ich konnte nicht lesen, mein Kommentar ist weg. Ja, bleibt mir jetzt keine andere Möglichkeit. Ich hatte einen schönen Kommentar geschrieben, wo ich nochmal alles drauf eingegangen bin. Und jetzt denke ich mir, gut, bevor meine Kommentare wieder verschwinden, dann muss ich ja alles 100-mal schreiben, machen wir es jetzt einfach per Video. Hören wir einfach mal rein. Ja, das ist nämlich der RC Kall. Ich habe einen Fehler gemacht bei der Schultiefschaltung. Und zwar nimmt er auf, ich habe das so verschaltet. Ihr wisst ja, wenn man ein Multimeter zwischen denen hängt, zwischen der Batterie. Und das nimmt er auf gerade. Und zwar habe ich das, ich muss schnell etwas anders, die Taschenlampe anders, so. So habe ich sie eingestellt. Auf dem Range von, seht wie, es ist so eine blöde Beschriftung auf dem, 200 steht da. Und der Flüsse 40 Milliampere. No, Milliampere. Flüsse. Das ist kein schlechter Wert. Und es ist mega hell. Es ist mega hell, die Lampe. Da habe ich irgendwie einen Fehler gemacht. Jetzt kann ich hier ausstecken. Und dann gehen wir hier mal auf den 10 Ampere Bereich. Bei 10 Ampere Bereich zeigt er 0,05 an. Auf dem 10 Ampere Range. Wenn ich hier retour gehe, auch bei dem nichts mehr. Jetzt gehen wir hier raus. Jetzt gehe ich hier wieder in die. Weil das Multimeter steht extra für kleine Ströme. Wenn ich einen hochgehe, ein Range, zeigt Quella. Noch ein Stein. Also in dem Fall ist das. Da muss ich genau hier. Und das nimmt mein Schultief auf mit 9 LED, mit deiner Batterie hier drin. Jetzt schauen wir gerade noch die Batteriespannung an. Ich zeige euch auch gerade und dann mal schnell den Schaltplan hinschauen. Und die Batterie hat 1,249. Manchmal geht sie noch etwas hoch, manchmal geht sie noch etwas runter. Das ist die Batterie, die da drinnen ist. Die ist jetzt schon länger drinnen. Ja, nicht schlecht mit diesen hellen, hellen Leuchtdioden. Also da muss ich wirklich sagen, die ist affenhell. Die ist affenhell. Abig, wenn ich hier in der Küche bin, habt ihr vorne gesehen, wie viel Milliampere das sie zieht. Schaut. Es ist alles hell. Alles hell. Mein Schultief. Das Einzige, was ist, bei mir, ich kann es aber euch nicht gut zeigen. Da. Die Anleitung kennt ihr ja alle vom Schultief. Das ist, glaube ich, der Plan mit dem Ding. Das Einzige, was bei mir ist, beim Plus, sagt man ja, die zwei Wicklungen, die zusammenkommen, die zwei, sind bei mir Minus. Also irgendwie kehrt die zwei anstatt Plus auf die zwei gehen bei mir aufs Minus. Und zwar geht das hier durch. Ich muss gerade schauen, wo es durchgeht.
selber schnell. Da geht hier durch. Okay. Und du gehst wo? Da diesen Zwinnen. Also, man sieht es hier, wo das Klebi ist. Das Minus geht von hier in das Klebi. Und auf die unteren zwei Tröte, die normalerweise Plus ist, ist bei mir das gekehrt. Minus. Und ich habe es auch anders angehängt. Und der Action for Free, im Prinzip ist das keine neue Wicklung. Es ist eine Trafo-Wicklung. Action for Free. Überleg mal. Schau mal die Trafo-Wicklungen richtig an. Ich habe es nämlich angeschaut, das ist eine Trafo-Wicklung mit der Zwischenabt. Und ich habe schon immer so gewickelt. Du kommst, wie das deine Erfindung ist. Action for Free. Moment. Jetzt gucken wir mal kurz zurück. So, ich denke mal, hier sehen wir die Wicklung ganz gut. Ja, keine Ahnung, also das hat mit meiner Wicklung nicht viel zu tun. Das ist das herkömmliche Joule-Tief. Sind er ja einfach zusammengewickelt. Gut, da vielleicht hat er links und rechts, weiß ich nicht. Dann wäre es die Action-Version 2, sage ich jetzt mal. Das seht ihr, ja, habt ihr glaube ich schon in dem Video gesehen. Genau, das Video ist dann schon veröffentlicht. Dass, wenn er nicht links, rechts rumgewickelt hat, und selbst wenn, ist es nur die zweite Version. Die Magnetfelder stehen immer noch gegeneinander. Ja, keine Ahnung. Hören wir mal weiter rein. Ich bei mir das kehrt. Minus. Was er vorher, das ist PNP Joule-Tief. Also ihr könnt ein NPN Joule Tief, dann ist eben die zwei Anschlüsse oben ist dann Plus. Wenn ihr ein PNP nehmt, ist es dann eben Minus. Und ich habe es auch anders angehängt. Und der Action for Free, im Prinzip ist das keine neue Wicklung. Es ist eine Trafo-Wicklung. Action for Free. Überleg mal. Schau mal die Trafo-Wicklungen richtig an. Ich habe es nämlich angeschaut, das ist eine Trafo-Wicklung mit der Zwischenab. Und ich habe schon immer so gewickelt. Du kommst, wie das deine Erfindung ist. Action for Free, nichts Böses gegen dich. Wirklich nicht. Du bist einmal nah dran gewesen. Verdammt nah an der Lobby bist du gewesen. Das weisst du selber. Und nicht wegen einer Software und wegen einem Drucker-Update bist du gehackt worden. Es hat in den Leuten nicht gepasst. Du bist zu nahe gekommen an der freien Energie. What? Okay. Okay, RC Karl, du zweifelst an, dass ich gehackt wurde. Puh. Ja, keine Ahnung, was soll man dazu sagen, ne? Also, wenn du davon ausgehst, dass ich 10 Jahre meines YouTube-Kanals und, oh Gott, wie viele Abonnenten hatte ich? 4.000, 5.000. Dass ich die Opfer, um neu anzufangen, aus welchem Grund auch immer. Also mein alter Kanal, kann ich euch ja sagen, das wissen ja auch viele, der war monetarisiert, da habe ich sogar Geld verdient mit YouTube. Dieser Kanal hier ist nicht monetarisiert. Und verdiene schon kein Geld mit. Also was ist da jetzt der Vorteil? Ich habe weniger Zuschauer, ich habe weniger Klicks. Also welchen Vorteil hat das mir gebracht, Digga? Außer, dass ich eine Woche lang die Scheiße hatte, meine ganzen Accounts gehackt waren, mein Bankkonto gehackt war, die Kreditkarte, na was heißt gehackt, die Kreditkarte in die Bank, nee, aber halt belastet wurde durch die ganze Scheiße, der eBay-Account gehackt, Amazon gehackt und verstehe ich nicht so ganz. Also ich weiß ja nicht, ob du das machen würdest, jetzt einfach mal deinen Kanal zumachen und dann sagen, oh, ich wurde gehackt, blablabla. Ich könnte ja höchstens mal ja, das Schreiben von Amazon raussuchen. Boah, hab ich das noch? Ich hab das noch als E-Mail, glaube ich. Wartet mal. Ich finde das jetzt nicht mehr. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum normal hätte das in dem Amazon-Ordner drin sein müssen. Best of, ich habe auf jeden Fall noch Unterlagen. Und ja, das lasse ich mir auf jeden Fall nicht nachsagen. Ich suche jetzt mal die Unterlagen raus. Bis gleich.
So eine Scheiße, Alter. Jetzt ist die Aufnahme wieder weg. Ich bin mit meinem Stuhl gegen Anschalter gekommen. Der PC hat sich runtergefahren. Ich muss jetzt hier ein Stückchen weiter weg. Ich mach das jetzt zum zweiten Mal, die Scheiße, Alter. Boah. Und wie das deine Erfindung ist. Action for free. Nichts Böses gegen dich. Wirklich nicht. Du bist einmal nah dran gewesen. Verdammt nah an der Lobby bist du gewesen. Das weisst du selber. Und nicht wegen einer Software und wegen einem Drucker-Update bist du gehackt worden. Es hat in den Leuten nicht mehr... Ja, genau. Ich glaube, das war jetzt der Punkt, wo das vorher abgebrochen ist. Ey, ich könnte jetzt gerade echt kotzen, Leute. Jetzt kann ich die ganze Scheiße machen, nochmal machen und mir den Müll nochmal anhören. Och, nö. Egal. Ja, Erzikal, sorry. Das war jetzt ein bisschen heftiger. Umso länger ich hier rummehr mit der Scheiße, umso mehr Hass kriege ich natürlich auf dich. Und das willst du ja anscheinend und du brauchst es ja auch anscheinend. Keine Ahnung, ey. Ich wollte es sehr human machen, das Video oder so, aber langsam geht mir der Hutschnurf hoch. Weil jetzt mache ich das zum zweiten Mal, die Scheiße. Und ich muss immer noch eine Stunde pixeln hier den Müll, mir den Müll hier anhören. Und du raffst nichts, Digga. Und, warte, das ist nicht, warte, Digga, alles gut, warte. Erzikal, alles was jetzt kommt, ist nicht böse gemeint. Ne? Das kann ich auch, Digga. Ne? Merkt ihr deinen Spruch? Merkt ihr es? Ne? So, und zwar habe ich jetzt mal von der Sparkasse, also wenn das jetzt so nicht klappt, dann ist mir wurscht. Sparkasse Zwickau, hier mal die Unterlagen, nennt man sich übel, dass ich jetzt ein bisschen gelangweilt bin schon. Ich mache mich jetzt mal groß hier, das habe ich vorhin vergessen. Das können wir natürlich jetzt besser machen, bald nach dem zweiten Take. Ne, 3 ist es ja jetzt. So, ich habe die Bilder, die ich jetzt hier vor mir liegen lasse, habe ich mit dem Handy fotografiert, die blende ich ein und du natürlich noch schön eine Stunde lang oder so die Scheiße alles verpixeln und überall gucken, dass wir wegen Datenschutz und bla bla bla. Schreiben Nummer 1. Ja, hier geht es um von der Kreditkartenfirma um 45 Euro von eBay. Ich mache jetzt ein bisschen schneller, Jungs, als in den anderen Versionen, weil hier kommt ja noch einiges. Oh Gott. Nächste war 58,84 Euro, auch von eBay. Das ist jetzt so eine Einzelabrechnung hier von der Kreditkartenfirma. 67,40 Euro, auch eBay. Und dann kommen wir eigentlich hier schon zum wichtigsten Schreiben. Sperrungsbestätigung für Kreditkartenkonto. Punkt, Punkt, Punkt. Bliblablub. Hiermit informieren wir Sie über die Sperrung Ihrer Kreditkarte. Die bei der Sperrung erhobenen Daten entnehmen Sie bitte der unten stehenden Aufstellung. Sofern sich hieraus ergebende Fragen, Unstimmigkeiten, bliblablub. Das ist halt Schreiben von der Kreditkartenfirma, dass eben die, warte, was war das? Sperrungsbestätigung. So, hier haben wir Reklamation, bliblablub. Wir haben Ihre Reklamation erhalten und Ihnen den fraglichen Betrag gut geschrieben. Wie gesagt, ich blende euch einfach ein und so genau gehe ich da nicht mehr drauf ein. Hier ist jetzt die Kreditkartenumsatzabfrage, Druckansicht. Von einem Monat rückwirkend ab dem 20. Ja. Ich glaube, ja, 20. Einen Monat rückwirkend hat die Kreditkartenfirma eben Aufstellung gemacht, dass eben hier rausgesucht wird, was war das Gehackte, was war das nicht Gehackte. Bli, bla, blub. Ihr seht ja schon, schön viele Sachen bei eBay. Das ist leider nicht alles, was ich mir bestellt habe, leider Gottes. Ne? So viel Geld habe ich nicht. Und bei Amazon waren jetzt hier nur 2 Sachen, da werdet ihr euch bestimmt wundern, weil, ja, der hat erzählt, Amazon wurde gehackt, 2 Sachen nur. Oh, nächste Seite, Amazon, eine ganze 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 Sachen wurden da abgebucht, wobei ist, glaube ich, auch noch eine Seite 2, die habe ich jetzt hier gar nicht ausgedruckt. Ne? Also das waren nicht nur 2 Sachen, 2 Sachen haben Amazon nicht intern regeln können und die haben das dann eben, wurde eben trotzdem abgebucht, blablabla. Hier haben wir jetzt nochmal eine Übersicht von eBay.
Da geht's immer Sony PlayStation-Karte, lese ich es nicht genau vor, lese selber 50 Euro Google-Karte, 5x 15 Euro Apple iTunes und ein Battlefield 2042 Xbox-Version. Wohl bemerkt mal so nebenbei, ich besitze keine Xbox. Ne? Bestell mal natürlich aber immer Xbox-Spiele, weil ich ja geistesbehindert bin. Ne? Ist klar. Dann haben wir hier, keine Ahnung, Unermann, Umsatz. Umsätze, Druckansicht, keine Ahnung, das sind ja auch nochmal ein paar Punkte, blibla, blub, da steht jetzt hier unten minus 444 Euro und 4 Cent. Hätten sie noch für 40 Cent was gekauft, wäre schon Schnapszahl geworden, ne? Naja. So, hier haben wir jetzt mal von Amazon. Blibla, blub, sehr, ja, es tut mir leid, dass sie einen unbefugten Zugriff auf ihr Kundenkonto gekommen ist. Dass es zu einem unbefugten Zugriff auf Ihren Kundenkonto gekommen ist. Jetzt nochmal, das ist eine E-Mail hier von web.de. Ja, wie ich sehe, haben meine Kollegen und sie selbst schon alles veranlasst, um ihr Konto zu schützen. Das war eben dieses Besagte, dass ich mit dem Sicherheitsservice in der Nacht schon telefoniert habe. Ja, mein Konto halt wieder freischalten, neues Passwort, den ganzen Müll, das ein bisschen nachvollziehen, was eben von mir war, was nicht von denen war und so. Der hat mir noch ein paar Tipps und so, und was ich jetzt machen soll. Und das war jetzt, das Datum kann ich ja drinnen lassen, 21.12. und am 19. war das passiert, weil ich hatte ja in der Nacht zum, oh, ich bin nicht wieder am Computer erscheinen, zum 19. eben mit Amazon telefoniert. So, das war's jetzt hier schon von dem Ordner. Habe ich jetzt noch mal 4 Minuten gespart und habe noch nicht mal dich dabei beleidigt. Wahnsinn. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich das hinkriege, aber ich habe den Kopf jetzt voll, dass wir hier das jetzt mal durchziehen. Dein Glück. Gut. Jetzt gehen wir weiter im Thema. Was, du bist zu nahe gekommen an der freien Energie. Im Fall. Du bist einfach zu nahe gekommen, nur dass es weisst. Snörchu? Verstehe ich leider nicht. Ich weiß nicht, was es bedeutet. Keine Ahnung. Muss mich in Hochdeutsch beleidigen. Das hat in der Lobby nicht gepasst. Und ich kenne viele Kanäle, die einfach verschwunden sind. Darum behalte ich so Sachen gern für mich. Er sagt jetzt, dass Kanäle verschwunden. Also, ich wurde gehackt. Mich hat nicht die Regierung gelöscht oder irgendein Illuminaten-Scheiß oder so. Digga, hacken. Ach man, ich hab da, das ist so ein Kindergarten, Alter. Und lade es nicht auf. Ihr habt jetzt gesehen, Batterie hat noch das. Das Einzige, was ist. Du hast ein PV-Modul. Ach nee, Entschuldigung, eine Solarplatte. An deiner Batterie und die wird deswegen nicht leer und das tust du nicht hochladen, weil sonst der Industrie sich alle hängen sich dann auf. Jetzt habe ich hier hinten so einen Sturzel gehabt, ne? Ich mir die Haare ein bisschen schön machen oder noch? So. Was? Wo waren wir? Mach einfach weiter. Durch den Tag durch scheint die Sonne, geht der Kondi runter, also mit der Sperrdiode geht es da drin rein. RCK, ich weiß nicht, ob du. Es kommt bald ein Video oder vielleicht ist es schon online, wo ja, jeden Tag mein Energieverbrauch, da zeige ich dir mal, ich habe, weiß ich nicht, was habe ich denn insgesamt? 2 kW? Und du hast hier 5 Watt. Dass da drin kann fließen. Und jetzt nein, die Sperrdiode, wo in die Batterie geht, das was von der Batterie nicht retour in die Kondi kann fließen und vom Kondi in die Solarzellen nie. Leute, ich muss wirklich jetzt nochmal an der Stelle dazu sagen, meine Reaktion, dass ich hier so hänge oder so, es ist jetzt echt das dritte Mal, dass ich das hier aufnehme, weil ich einfach ein dämliches Rindvieh bin und außerdem meinen PC immer ausgeschaltet habe und eben das Mikro nicht eingeschaltet hatte. Hier, ne, am Mikro-Ausschaltknopf. Das ist aber an, oder? Ja. Oh. Das Einzige, was es hat, hänge ich hier mal ab, dass ihr es seht. Hier. An denen ist ein Sperrdioden-Eingang und ein Ausgang. Mehr ist nicht. Und da ist die Batterie und anstatt dass hier Plus an diesen zwei Dingen geht, an die Spule, geht bei mir Minus an denen.
Und das ist nichts speziell gewickelt oder so. Das ist ein Wissen, wo man muss einfach in diesen Jahren muss. Genau. Du hast es nicht so gewickelt wie ich. Du hast es nicht angeklemmt wie ich. Ja, richtig. Das hast du richtig erkannt. Ich weiß aber nicht, was dein Problem ist. Und zwar gucken wir jetzt mal den Joule-Thief. Schaltplan suchen wir uns jetzt einfach mal in raus und geben hier mal PNP ein. Wie finde ich den jetzt wieder? Ah, guck mal, hier haben wir es doch im Direktvergleich. PNP, NPN. Haben wir das auf Bild? Ja. Also, den Schaltplan kennen alle. Hier oben ist Plus an die, ich sage jetzt mal, Mittelanzapfung. Ne? Die zwei Drähte, die man beim Joule-Thief zusammen macht. Das ist so der NPN-Schaltplan. Ne? Hätte man vielleicht jetzt hier mal noch hinschreiben können. Und das ist ein PNP-Transistor. Und da ist es so, dass hier eben das Minus an den Mittelanzapfung, ne, sagen wir jetzt einfach mal Mittelanzapfung geht und hier eben an Plus. Nicht böse gemeint, ne, RC Kall. Du hast also ein PNP Joule-Thief mit Wicklung original von 1990 gebaut. Top. Ja. Besser, als wenn man gar nichts macht, ne? Aufbauen. Und ich fahre so am besten und es funktioniert seit Jahren. Er fährt so am besten. Das spielt keine Rolle, ob ihr PNP oder NBN baut. Aber, naja. Was weiß ich schon, ne? Jahre, die Batterie ist schon urlang drin. Es ist eine 1,2 Volt Wartebatterie drin. Die habe ich. Weiß gar nicht mehr, schon wie lange es die überhaupt ihren Dienst tut. Keine Ahnung, aber die macht ihren Dienst. Ah, jetzt muss ich da schnell Kabel rausführen. So. Ich komme gerade wieder. Und das hat nichts mit Action von Free oder F4 Wicklung zu tun. Gar nichts. Ja, ganz genau. Du hast weder meine Schaltung, du bist weder auf dem Eingang zurück, und du hast nicht so gewickelt, wie ich sage. Exakt, Digga. Du hast keine Ahnung. Exakt. Das hast du richtig erkannt. Du hast nicht das, was ich hab. Und du kapierst und bist. Egal. Gar nichts. Der hat nur eine holznormale Trafo-Wicklung genommen. Nehmt den Trafo voneinander. Schaut den Trafo an. Ich hab zuerst gemeint. Moment mal. Du hast abgeschrieben und die originale Joule-Thief-Wicklung genommen, wie es eben alle gemacht haben, die letzten 100 Jahre. Wo der Action von Free gesagt hat. Moment, 30 Jahre ist ja 1990, Joule-Thief. Ja, eine Trafo-Wicklung. Habe ich zuerst gedacht, er hat etwas Neues herausgefunden beim Wickeln. Habe ich alles hinter mir. Action von Free. Habe ich alles. Das hast du alles hinter dir. Okay, also du hast dann wohl auf deinem Kanal natürlich irgendwie ein Video. Wenn ich jetzt auf deinen Kanal gehe, finden wir Zuschauern so ein Video, wo du die Wicklung erklärst, du die Magnetfelder erklärst, zeigst die Rückladung. Also alle kennen ja die Videos von RC Kall mit seinem Joule-Thief, Rückladung und etc. Und naja. Micha, weißt du noch, was ich mal gesagt hätte, was passieren wird? Da, Platz Nummer 1. Oh, jetzt hab ich fast wieder Richtung PC. Oh, ich muss. Nee, muss aufpassen. Scheiße. Das hinter mir. Das Einzige, was ich gehört habe, anstatt Plus. Plus auf die Mittelanzapfung da. Das Einzige, was ich gemacht habe, also jetzt haltet euch fest, ne? Der hat gewickelt, original Joule-Thief, und hat ein PNP gebaut. Okay, kriegt auch nicht jeder hin. Ja. Anstatt dass da Plus ist, auf die zwei ist bei mir Minus. Mal ein bisschen anders umdenken. Und die Batterie hat und ich habe jeden Abend volle Ausbeute. An 9 LED an einer Batterie.
Und durch die Solarzellen weiss ich nicht einmal, ob es erfrischt ist. Ich schaue es nicht einmal nach. Aber jeden Abend brennt das sicher. Ja, was wollte ich sagen? Jeden Abend 4 Stunden, 5 Stunden brennt das. Weil am Abend brauche ich in der Küche nicht mein Oberlicht. Das habe ich jetzt früh zum Filmen. Am Abend habe ich immer nur das so. Also du brauchst ein extra Licht zum Filmen. Komisch, dass ich das nicht brauche, aber Und das naja. brennt Jahr ein, Jahr aus, immer mit der gleichen Batterie, noch nie gewechselt, nichts anderes gemacht. Jetzt haben wir gesehen, was die Leistung, Aufnahmeleistung ist und ja, ich finde es absolut genial, aber mit den Wicklungen habt ihr nichts erfunden. Das Einzige, was ihr habt können, nachweisen, dass ihr Rettung speist. Ja, toll. Was bin ich? Gefunden. Das Einzige, was ihr habt können, nachweisen, dass ihr Rettung speist. Redusch bist. Redusch bist. Ach, da weiß ich jetzt nicht, ob es um Rettich geht oder um 32 Bit, oder vielleicht muss ich einen 32 Bit Rettich installieren. Ach, Digga, kein Müll. Red Hochdeutsch oder was weiß ich. Du weißt doch, dass ich Deutsch hoch, na, zumindest Hochdeutsch verstehe, ne? Schweizerdeutsch in Rage ohne Hirn, das versteht man halt nie. Ja, toll. Kommt immer auf die Wicklungen drauf an. Ein Trafo macht das auch. Wieso hat es gewisse Trafo, wo es nicht speisen, wo Wicklungsvideo dürfte jetzt schon online sein. Da wird für den einen oder anderen, ne, also ich kann einfach nur drüber lachen, ne? Der hat keine Ahnung von Magnetfeldern, Wicklung etc. und versucht mich hier anzupissen, sagt, dass ich hier über den Heck gefädelt und aber. What the fuck? ungesund ist? Überlegen. Einfach überlegen. Action von früher, nichts gegen dich, du bist einmal näher dran gewesen. Verdammt näher, du hast das Wissen fast einmal gehabt, schade habe ich deine Videos nicht mehr. War das ein Zauberspruch? Was hat er gesagt? Hab das vorhin schon nicht verstanden, ne? Früher nichts gegen dich, du bist einmal näher dran gewesen. Verdammt näher, du hast das Wissen fast einmal gehabt, schade habe ich deine Videos nicht mehr. Akasha mal, wenn hier mal irgendwas mit Video. Action von früher, nichts gegen dich, du bist einmal näher dran gewesen. Verdammt näher, du hast das Wissen fast einmal gehabt, schade habe ich deine Videos nicht mehr. Keine Chance, Leute, sorry. Weiß nicht, was das bedeutet oder was das. Aber ich weiss, was ich mache. Ich tu mit deiner Batterie alles bedienen. Mein ganzes Haus besteht sozusagen aus einer Batterie und nicht eine 12-Volt-Autobatterie und ein Schulttief dran. Das ist das Sinnloseste, was ihr machen könnt. Pass auf, jetzt meint er. Gott, Alter. RCKL, deabonnier mich doch einfach, wenn du meine Fra Sprache nicht verstehst, Digga. Dann lass es doch einfach gut sein, Digga. Deabonnier mich und klemm deine Lampe an und alles ist gut. What the fuck, Alter. Er bezieht sich jetzt. Ich habe euch ja gezeigt, dass Dubai-Licht, wo ist denn das? Hier. Dubai-Licht, was keine 1 Watt verbraucht. Dass du dich nicht in Grund und Boden schämst, Alter. What the fuck? So, hier sind die. Ja, hier ist die Dubai-Lampe. Darauf bezieht er sich hier. Dass ich die LED-Streifen, seht ihr jetzt, warte hier, mit einem 12-Volt-Akku betreibe. Ja, er geht natürlich davon aus, dass 12 Volt LEDs sind und ich tue einen 12 Volt. Ach, Digga, ich habe keinen Bock mehr auf den Müll, Alter. Ne? Ja, geht er davon aus, dass ich 12 Volt LED-Streifen an eine Batterie ranmache und darüber ein Video mache. Micha, das ist hart. Es ist schwer. Glaub mir, es ist richtig schwer. So. Hier haben wir aus dem Video die besagte. Huch.
Den besagten LED-Streifen ist zum Abschneiden, also hier so, ne, kann man, warte mal, kann ich euch ja hier zeigen. Hier kannst du das Ding einfach durchschneiden, kennt bestimmt jeder, ne, aber man muss ja, Herrn Rall muss man das nochmal zeigen, dass es sowas gibt, ne. Vielleicht gibt es das ja in der Schweiz auch nicht, ich weiß es nicht. War es rassistisch? Ich weiß es nicht. Soll nicht rassistisch gewesen sein, ich frage ja nur. Scheinbar gibt es das dort nicht. Also LED-Streifen, ja, von, was weiß ich hier, Flexible LED Stripe RDT GmbH. Jetzt gucken wir doch mal, was denn hier auf den Bepper drauf steht. Könnt ihr das erkennen? Hier 24 Volt. Boah, was ist denn mit der Kamera? Hallo? So, so. Wir wieder ein Foto machen von dem Mist. Oh, ist zum Kotzen, Alter. Ne? Ich könnte so viele schöne Sachen machen. Und was machen wir? Also, ihr seht das jetzt eingeblendet. Das ist ein 24 Volt LED-Streifen. So, ne? Jetzt kommt noch die Ironie, ne? Also wenn ich mit einer AA-Batterie euch zeige, wie eine LED leuchtet, 100 mal effektiver als vorher, dann wird mir ja vorgeworfen, das ist ja scheiße, wer hat da immer AA-Batterien, das muss mit 12 Volt gehen, dass ich das an meinen 12 Volt Akku ranmachen kann. Natürlich kommen dann die anderen, dann muss dann mit 48 Volt gehen, ja genau, ja so. Für die 12 Volt Freunde, ich bin ja auch einer, der 12 Volt hat eben, und naja, ich brauche es ja selber für mich für 12 Volt. Natürlich habe ich dann das für 12 Volt gebaut. Und ja, eben auch vielleicht ein bisschen, auch, um zu zeigen, dass es geht, weil das sind viele werden sagen, das war 12 Volt Schuldief. Ne? Baut mal ein 12 Volt Schuldief und dann reden wir weiter, okay? Ne? So, und ja, natürlich, wenn ich mit 12 Volt reingehe, muss ich natürlich eine höhere Ausgangsspannung, weil sonst könnte ich ja die LED einfach. Nee, das ist mir einfach zu dumm, der. Das ist mir einfach zu dumm. Also wenn ihr auch glaubt, dass das jetzt wieder eine Lüge war, das sind gar keine 24 Volt LED-Streifen, das sind 12 Volt. Und die Schaltung ist wahrscheinlich einfach überbrückt und zum Fake-Handy dort da unten haut ab, deabonnieren. Was wollt ihr dann von mir? Dann geht doch einfach. Verstehe ich nicht. So. Ach, bald haben wir's. Ich Boah, meine wirklich, mit einer Batterie, mit 1,2 Volt oder mit 1,5 Volt Batterie. Das rede ich vom Bedienen von LED oder LED-Streifen. 12 Volt brauche ich kein Schultief. Nein, da kann ich ganz gut nee. dranhängen. Auch was du daheim hast. Und Logo, auch deine Lampe, Action for Free. Logo. Du hast ja da etwas gezeigt, gerade letztens. Deine Lampe leuchtet, wenn du. Habe ich nicht verstanden. Nein, da kann ich ganz gut dranhängen. Digga, kommt das Nee, das ist so von New Kids, ne? Nee. Auch was du daheim hast. Und Logo, auch deine Lampe, Action for Free. Logo. Du hast ja da etwas gezeigt, gerade letztens. Deine Lampe leuchtet, wenn du dich das Ding anlässt. Muss es dir erklären? Vom Magnet. Da innen hast du eine Spule mit einem Magnetfeld. Wieso leuchtet deine Lampe dort drinnen heller? Hä? Magnetfeld ein- und ausschalten. Ein Batteriedieb hat mit Magnetfeldern zu tun, zusammenbricht, aufschaltet und der PC-Ding, wo drinnen ist, der NPN, der kleine Regler, der Schalter mit Basis, Kollektor und Emitter, der schaltet so schnell hin und her. Der frisst sich die Spule voll, 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 voll. Ja, für das war eine Erklärung von mir. Und ihr habt nichts Neues entdeckt. Ihr habt nur gerade gezeigt, wie es ein bisschen redet. Genau, du hast nichts Neues entdeckt und pisst die Leute an, bezichtigst sie wieder zur Lüge und die was Neues entdeckt haben und das kostenlos der Menschheit zur Verfügung stellen. Ne? Und da seht ihr Leute, warum die Welt so ist, wie sie ist. Ne? Würde ich nicht schon 10 Jahre hier so einen Scheiß kriegen, würde ich da ganz anders reagieren, wahrscheinlich rumschreien und was weiß ich. Ne?
Ihr müsstet mal meinen Puls messen. Was ist ein Originalpuls? Weiß ich wirklich nicht, was ein Mensch Puls haben muss. Sagen wir jetzt mal 100. Ich weiß es wirklich nicht. Und ja, man sagt ja dann auf 180 oder so, meiner wäre 90, ne? Weil ich hier gleich einschlafe, weil das ist einfach, das ist doch hirnlos, Alter. What the fuck? Du Spieß, das habe ich schon lange gewusst. Jetzt habt ihr mal meins gesehen. Nicht. Alles gut. Ich habe eine Batterie und betreibe 9 LED-Lampen. Also nicht alles gut, meiner. Nicht alles gut, ne? Alles gut. Wo ist mein Kommentar, Digga? Ne, also er zensiert oder keine Ahnung, YouTube-Fehler natürlich wieder, ne? Ich darf ja nicht Zensur sagen, das ist ja immer falsch. Ne, er wird dann nicht mich unter dem Video jetzt hier wieder dann beleidigen oder so, werde sehen, dass ich stehen lasse sogar und er löscht es einfach hier, lügt nur, begreift überhaupt nichts, begreift nicht mal, dass ich 24 Volt LED-Streifen genommen habe. Und du betreibst wahrscheinlich eine ganze Kette Lichter oben durch an 12 Volt an einem Schulteam, wo wenn man dort wieder studiert, ist wirklich so gut oder nicht gut. Mal überlegen, Jungs und Mädels, was da rauslässt. Auch als ich die Spulen gesehen habe, wie du gewickelt hast, habe ich gerade gewusst, du hast eine Trafospule gewickelt, nichts anderes. Und darum habe ich anstatt Plus, habe ich jetzt Minus drauf, mal etwas anders anhängen und nicht sagen, es geht nicht, es geht nämlich schon. Euch ein Erzikal, bleibt gesund, Peace. Also, ne, er hat keine Ahnung, halt minus PNP, NPN. Ich hab keinen Bock mehr, Leute. Das ist mir einfach zu dumm. Das ist einfach nur dumm. Ich wollte es damit hier aus der Lüge schaffen. Ja, moin. Aus der Welt schaffen, von wegen, dass ich mein Hack inszeniert hätte oder lügen würde, dass ich gehackt worden bin. Das hat mich halt richtig getriggert, ne. Und ja, ich denke mal, ich hoffe mal, zumindest für meine Zuschauer, ich habe es euch gezeigt, das Video ist dann da, wenn das mir wieder mal einer vorwerft, ne, ist halt die Sparkassenunterlagen, die Unterlagen von Kreditinstitut, die Unterlagen von Amazon und ja, also weiß ich nicht, wem das nicht reicht, mein Verlust von über 4000 Abonnenten, über 600 Videos verloren, teilweise Videos, die ich nicht wiederkriegen kann und das wirfst du mir vor, dass ich das absichtlich gemacht habe, um jetzt weniger Klicks, weniger Abos. Digga, was ist denn mit dir los? Ne, früher war ich monetarisiert, ich habe mit YouTube da ein paar Kröten verdient, jetzt bin ich nicht mehr monetarisiert. Na, das macht man durch mit Absicht und keine Ahnung. Egal. Gut, das soll es gewesen sein. Ich hoffe mal für meine treuen Zuschauer und ich bitte euch jetzt hier an dieser Stelle, meine treuen Zuschauer, oder weil ich glaube, er war auch mal ein Zuschauer, und oder wird vielleicht du wieder ein Zuschauer, wenn ihr das Video hier seht und selber mal anfängt nachzudenken. Ich bitte euch an der Stelle hier, wenn ihr Fragen habt, Zweifel oder was auch immer, gibt es die Möglichkeit, dass ihr das eben so macht, euch hier komplett zur Lampe macht und Leute der Lüge betitelt und etc. Dafür könnte ich dich übrigens anzeigen, mein Guter, ne? Nur mal so. Und oder ihr schreibt denjenigen einfach mal an, ne? oder öffentlich, ihr könnt ja auch einen öffentlichen Kommentar unter meine Videos schreiben, ihr bräucht nicht persönlich mir einen Liebesbrief schreiben, ihr könnt einfach unter irgendeinem Video von mir, gibt bei mir keine Zensur, schreibt da halt euren A4-Ding hin, was ich für ein riesen Arschloch bin und warum und wieso und bliblablub, ne? Aber doch nicht so, ne? Weil dann hätte ich auch mal die Möglichkeit, bevor so ein Dünnschiss hier gelabert wird und irgendwas von geheime PNP, Schuldi, Digga, wir haben vor 10 Jahren den Leuten schon erklärt, wie man PNP Bedini baut. Das ist genau dasselbe wie ein NPN. Ja, gibt es vielleicht ein paar Unterschiede. Da wollen wir jetzt nicht drauf eingehen, aber ne, Siegler und Bob oder so, könnt ihr euch die Videos von vor 8 Jahren oder was hat er, glaube ich, mal PNP-Version von Bedini gemacht. Das ist genau dasselbe wie beim Schuldief. Alter Hut, absoluter Kaffeesatz. Ne? Da zieht er sich hier hoch und tut mich als Lügner bezeichnen und so. Also ich sag dir eins. Erzegal, sei froh, dass meine neue Kampagne läuft, dass ich und
Grüße auch an OH, dass ich ein bisschen anders reagiere mittlerweile auf solche Geschichten hier, weil Karotten sind nun mal Karotten. Grüße gehen raus an OH. Haut rein, Männer. Tschüssi.